Siehst du, und da lag Wegener bewusstlos. Ein Mieter aus dem Hause fand ihn ungefähr 13.15 Uhr. Ui, mein lieber Mann. Der Täter muss es aber ganz schön eilig gehabt haben. Tja. Es ist anzunehmen, dass der Unbekannte durch die hintere Tür vom Flur kam und hinter Wegeners Rücken in die Ladenkasse greifen wollte. Wegener hat ihn bemerkt und da ist passiert. Ja? Mit dieser Bierflasche. Donnerwetter, der muss aber ganz schön zugeschlagen haben. Kann man wohl sagen. Genau auf den Hinterkopf. Allerdings hatte Wegener auf der Stirn auch eine leichte Verletzung. Fingerabdrücke? Greifakt. Verwischte Einzelspuren. Hat er noch was sagen können? Er ist nicht mehr zu sich gekommen. Er ist um 16 Uhr im Krankenhaus verstorben. Motiv? Tja, es fehlen etwa 900 Mark. Die Vormittagseinnahme. Raub also. Verdächtige? Na, mehr als ein. Aber die Gründe leider alle sehr vage. Das ist zum Beispiel Anni Wegener, seine Frau, 20 Jahre jünger. Sie hatte seinerzeit ein Verhältnis mit diesem hier. Martin Bohne heißt er. Ein leichtsinniger Knabe. Sie hat bald Schluss mit ihm gemacht, hat ja von Wegener auch ein beträchtliches Vermögen geerbt. Beide hätten also ein Motiv. Ja. So. Und das hier. Und das ist Roland Biele, Annis Sohn, der ist Kellner. Am Vormittag gab es Krach zwischen ihm und seinem Stiefvater. Biele hatte vergeblich versucht, sich Geld von ihm zu borgen. Und sein Alibi? Tja, war nicht wasserdicht. Er will danach bei seiner Freundin Nelly gewesen sein. Die hat das aber nicht bestätigt. Andererseits hatten wir auch nichts weiter gegen ihn in der Hand. Jetzt sitzt er ein, wegen Unterschlagung. Ja, übrigens haben wir alle Kunden des Vormittags ermittelt und befragt. So eine. Die letzte, was? Wahrscheinlich. Sie hat sich auch nicht nach unserer Zeitungsnotiz gemeldet. Dann ist sie vielleicht die Täterin. Das halte ich für abwegig. Aber es kann sich bei ihr um eine wichtige Zeugin handeln. So, das hier. Ja, das ist Erich Brender. Ist auch ein Stammkunde Wegeners. Er hat uns einen Hinweis auf einen verdächtigen jungen Mann gegeben. Der soll sich um die Mittagszeit auffällig um den Laden herumgedrückt haben. Ich vermute, den habt ihr auch nicht ermittelt. Richtig. An der Ecke in der Nähe des Ladens ist nämlich eine Straßenbahnhaltestelle. Ja, da stehen immer Leute herum. So, das ist eine kleine alte Münze, die hat er wegen seiner Ladenkasse. Hat der Täter mitgegriffen. Wieso? Wir haben das Foto von einem Vergleichsstück anfertigen lassen. Wertvoll? Ach wo, Talisman. Sollte wohl für immer volle Ladenkassen sorgen. Eine schwierige Aufgabe. Nach einem halben Jahr. Da kann sich einiges ändern. Ja, eben. Können sich ja neue Fakten ergeben, die wir noch nicht kennen. Du bist jetzt voll verantwortlich für die Untersuchung und Aufklärung des Falles. Schön, nicht? Ja, schön. Ja. Du sagst ja gar nichts. Gefällt es dir nicht? Was soll ich denn sagen? Zu viele Leute hier. Guck sie mal. Hast dich lange genug verkrochen. Du musst mal wieder unter Menschen. Ich müsste da mal rein. Warte auf mich. Ja, ja. Erich, du hier? Tag, Elisabeth. Ich freue mich, dich zu sehen, Erich. Es tut mir leid, Lisa. Wegen damals. Du brauchst mir keine Erklärung abzugeben. Ich bin ja nicht mal böse, wenn du das meinst. Naja, ich. Ich. Dir geht's gesundheitlich nicht so? Ach, spricht sich wohl rum. Hm.
Eigentlich wollte ich dich dringend sprechen. Ich hatte einen triftigen Grund. Ja, ich bin hier nicht... Oh, verzeih, du bist nicht allein hier? Nein, sie ist... Ich tut mir leid. Ach, mach doch nichts. Sagen wir uns Adieu. Na, wir könnten uns da vielleicht ein andermal treffen. Nee, lass mal. Ich will dir keinen Ärger machen. Also, was ist? Ich weiß nicht. Vielleicht. Du weißt ja, wo ich wohne. Also, tschüss. Tschüss, Elisabeth. Na, da staune ich aber. Sie kam hier lang? Ja, ganz einfach so. Ausgerechnet hier. Naja, warum denn nicht? Moni, lass den Unsinn! Dreh doch mal ab! Wann wollen deine Eltern kommen? Zum Kaffee. Dein Vater war lange nicht hier. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Er ist sehr krank. Das ist es ja eben. So krank ist er Gott sei Dank nicht. Jedenfalls nicht bedenklich. Dr. Krossmann hat mich ja schon als junges Mädchen behandelt. Als ich gestern mit Moni bei ihm war, da hat er mich wegen Vater beruhigt. Dann sei doch froh. Bin ich ja. Auf der anderen Seite, er hat sich sehr verändert. Und redet dauernd nur von seiner Krankheit. Du meinst, er macht sich was vor? Vielleicht bedrückt ihn was anderes. Red doch mal mit deiner Mutter. Ach, meine Mutter. Ist doch eine prima Frau. Vielleicht ein bisschen altmodisch in ihren Ansichten. Aber sonst? Ich glaube, mein Vater versteht sie überhaupt nicht. Die Geschichte mit der anderen Frau ist doch aus, oder? Mir hat's gefallen. Was? Na, die Ausstellung. Diese schönen Gartenmöbel. Solche in Evelyns Garten, das wäre eine Pracht. Da würden die Nachbarn vor Neid ablassen. Neid. Neid. Dass du immer Neid erzeugen musst. Auch heute denkst du, dass die anderen Weiber neidisch sind, wenn du mit mir Krankenkarre durch die Botanik ziehst? Ach, Erich, komm. Red keinen Unsinn. Denk nicht an deine Krankheit. Ich bin einfach froh, dass du wieder rausgehst. Und ich freue mich so auf die Kinder. Soll ein schöner Tag werden. Brauchst du nicht gleich wieder mit der Elisabeth was anzufangen? Ging ja damals schließlich lange genug. Sei beruhigt. Mein altes Leben ist vorbei. Ein für allemal. Ist ja schon gut, schwamm drüber. Mein altes Leben. Mein Gott, was bin ich für ein Mensch geworden. Was hast denn du da? Zeig mal einen Liebesbrief. Aha, neuer Fall nach Prostmahlzeit. Sag mal, kannst du dir vorstellen, mit einem wesentlich älteren Mann zusammenzuleben? Wohlhabend, versteht sich. Nee, ich glaube nicht.
Aber stell dir mal vor, du lernst einen viel Jüngeren kennen. Und er gefällt dir viel besser. Er hat aber nichts. An das Geld deines Mannes kommst du nicht ran, weil er dir keine Befugnisse einräumt. Du willst aber was vom Leben haben. Was würdest du anstellen, um den Alten loszuwerden und das Geld zu kriegen? Du kannst Fragen stellen. Also, umbringen würde ich ihn nicht. Siehst du, das denke ich eben auch. Die Frau hat es nicht getan, das ist zu unwahrscheinlich. Schluss jetzt. Fahren wir einen Kaffee trinken oder nicht? Noch ein Spüler. Okay, Simoni, gib mir nicht den Bar zurück. Was? Na, weißt du, ich bring dir das nächste Mal einen ganz großen mit. Dann kann die Moni aber sehen, wo sie mit ihrem Kleinen bleibt. Hm? Opi, ich möchte aus dem großen Ball haben. Ach, ja. Kinder, der Opa will doch seine Ruhe haben. Na, lass doch, ist doch nicht so schlimm. Nur so krank bin ich ja auch wieder nicht. Los, Abmarsch, geht spielen. Ja, die Kleinen werden immer größer. Und wir immer älter, was, Mutter? Na komm, Andreas, wir wollten doch die Schubkarre reparieren. Aber nicht heute, das hat doch Zeit. Du bist ja schon mal da und willst auch noch arbeiten. Ach. Was ist denn los mit dem Ding? Die eierte doch schon damals, als der Alfons Wegner sie uns billig überließ. Ach, es ist ja auch schon wieder ein halbes Jahr her, wo sie den umgebracht haben. Was ist denn mit dir? Ist sie schlecht? Ach. Also hört doch endlich auf mit der alten Geschichte. Vater war mit Wegner ziemlich befreundet. Jedenfalls hat er so ein Ende nicht verdient. Na, das bisschen Geld wird den Räuber auch nicht glücklicher gemacht haben. Geld? Was denn für Geld? So was die Leute so erzählen. Was musste sich der Wegner auch so eine Junge nehmen? Du kennst sie ja, dieses Luder. Die war schon in der Schule immer so eingebildet. Anni, die schöne Anni hieß es immer. So ein jungsches Ding braucht nicht zu arbeiten. Kann sich hegen und pflegen. Spielt die Dame von Welt und... Und unser Eins? Fängst du wieder an, Mutter. Wenn du willst, bist du auch eine ansehnliche Frau und hast keinen Grund, unglücklich zu sein. Komm, Andreas, dann wollen wir mal. Unglücklich? Wer sagt denn sowas? Aber mit deinem Vater war es auch nicht immer leicht, mein Kind. Naja, was stelle ich schon da? Bin immer nur Putzfrau gewesen. Aber die Anni. So ein Leben. Die braucht sie nicht, die Hände schmutzig zu machen. Was du gegen diese Frau hast, mach dich doch nicht geringer, als du bist. Man hätte dir damals angeboten, den Lehrgang zu machen. Wenn du ja gesagt hättest, wärst du heute Wirtschaftsleiterin und könntest ja auch die Fingernägel lackieren. Ach, lass mich. Hast ja keine Ahnung. Opi, mein Kaffee ist kaputt. Ach, du großer Schreck, zeig mal her, was hat er denn? Ach, die ganze Lenkung ist noch. Ja. Sag mal, in die Werkstatt bringen, was? Was ist eigentlich mit Papa los? Ich kenne ihn nicht mehr wieder. Du weißt, dass dein Vater sehr krank ist, mein Kind. Chronische Pankreatitis. Das bedeutet... Dr. Grossmann sagt, es ist nicht so schlimm. Dr. Grossmann, was weiß denn der? Das ist eine Hartkarre, genau. Aber wir sind trotz seiner Krankheit sehr glücklich miteinander. Glücklicher als früher. Die Krankheit hat ihm damals einen Schock versetzt. Das ist alles. Mit dem Wetter haben wir doch Glück gehabt, nicht? War ein schöner Tag. Wie die Kinder wachsen. Du, wir müssen uns viel mehr um sie kümmern. Jetzt, wo Evelyn wieder voll arbeitet. Du, die brauchen ihre Großeltern. Ach, was bin ich denn schon für ein Großvater? Krank, verbraucht. Nein, und mir ist heute alles wieder richtig bewusst geworden. Erich, ich bitte dich hier im Bus, denk doch mal an was anderes. Willst du uns denn beide kaputt machen? Seinem Schicksal kann man nicht entgehen. Ach, du redest manchmal einen Unsinn.
Tag, Frau Wegener. Frau Martens, ja. Darf ich Sie mal sprechen? Ja, selbstverständlich. Hintenrum über den Hausflur. Ja, ist gut, danke. Bitte kommen Sie. Kommen Sie hier herein. Ja, danke. Es geht wohl sicher noch um Herrn Wegen. Ja. Na, wir sind alle vernommen worden. Ich meine, alle, die hier so wohnen und einkaufen. Bitte schön. Wir suchen nach neuen Anhaltspunkten. Ich hoffe doch, dass Sie uns weiterhin behilflich sind. Ja, bitte schön. Danke. Ja, wenn ich kann. Eigentlich habe ich ja schon alles angegeben, wie alle hier aus der Gegend. Frau Felsch, die Kühns, die Brenners, aber das wissen Sie ja sicherlich. Die Tochter von der Frau Felsch, die ist nach Rostock verzogen, nur ist sie ganz allein. Ja, Frau Martens, aber ich meine... Ja, ja, neue Anhaltspunkte. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen da was Neues berichten kann. Mich interessiert, was war Wegener für ein Mensch? Hatte er Feinde? Wie war seine Ehe? Im Geschäft wird er bestimmt viel erzählt. Ja, also, Herr Wegener war ein anständiger Geschäftsmann, glaube ich. Ein bisschen knauserig, manchmal arrogant. Naja, Feinde, kann ich mir nicht denken. Obwohl, naja, sein Stiefsohn, der Roland Biele. Na, die beiden waren ja wie Hund und Katze. Wie sein Stiefvater mit ihm umgesprungen ist. Der hat ja nur an dem Jungen herumgenörgelt. Und sonst, Frau Martens? Tja, also... Also, wenn Sie mich so fragen, die Anni. Wegeners Frau. Sympathisch, durchaus. Aber ihre Liebschaften, wissen Sie... Also, Herr Wegener sei ja wohl darüber hinweg. Naja, er liebte sie eben. Also kein Grund für einen anderen, ihn aus dem Weg zu räumen. Sie meinen Martin Bohne? Ja. Und Herrn Neudeck. Ach, Sie meinen, sie hat mit beiden? Ja, ich sage nur, was die Leute so reden. Ja, ja, schon in Ordnung, Frau Martens. Wie lebt sie jetzt? Jetzt? Na, großzügig. Ist doch kein Wunder bei dem Geld. Grundstück, Auto, Kajütboot, ja, was weiß ich. Und den Laden, den hat sie gleich verkauft. Neudeck? Das ist doch dieser Kfz-Fritz, ne? Mhm. Das glaube ich nicht. Die beiden Männer waren doch geschäftlich befreundet. Ja, es könnte doch sein, dass Wegener damit nicht einverstanden war. Zwischen beiden Männern gab es Streit und dabei erwischt es ihn. Ich denke, der Wegener soll tolerant gewesen sein. Also ich halte das für abwegig. Na gut. Aber die Frau Martens, die hat mich noch auf einen anderen Gedanken gebracht. Der Biele und der Wegener, die verstanden sich doch absolut nicht. Nun könnte doch Folgendes möglich sein. Biele kehrt nach dem Streit mit seinem Stiefvater nochmal zurück, schleicht sich hinten rein, schlägt nieder, klaut das Geld und haut ab. Na langsam, langsam. Na schön, erzähle ich Ihnen die Geschichte zum 99. Mal. Also, ich war vormittags bei meinem Stiefvater, ich war blank und wollte mir Geld borgen. Wie viel? Ganze 600 Mark. Wofür war das Geld bestimmt? Ich hatte Miese in der Kasse, ja? Sie verstehen? Überzogen. Mann, zu viel rausgenommen. Hätte mir der Alte das Geld gegeben, dann wäre ich wahrscheinlich heute nicht hier. Mann, Sie haben größere Unterschlagung begangen, nicht er? Ja, ja, ich weiß, Sie verdächtigen mich immer noch. Na schön, ich habe den Alten manchmal gehasst, wegen seiner Borniertheit und wegen seines Geizes. Oh Mensch, ich habe ihn doch nicht umgebracht. Immerhin haben Sie kein hundertprozentiges Alibi. Weiß ich, ob Sie nach dem Streit mit Ihrem Stiefvater nicht zurückgekehrt sind, um sich das Geld auf andere Weise zu beschaffen. Ich weiß nicht, warum diese verdammte Nelly meinen Besuch bei Ihnen nicht bestätigt hat. Tja. Ja, wenn Sie mir nicht glauben, kann ich es auch nicht ändern. Meine Mutter lässt auch nichts von sich hören. Naja, die hat jetzt bestimmt andere Sorgen. Das klingt aber gar nicht nett.
In Kürze komme ich mit Ihrer Mutter zusammen. Soll ich Sie von Ihnen grüßen? Naja. Na, wenn Sie meinen. Was halten Sie von Bohne? Klamm war der immer wie ich. Der hat doch gedacht, meine Mutter heiratet ihn. So? Ja. Ist eigentlich was dran an der Geschichte, dass Ihre Mutter seinerzeit zugleich mit Leute ging? Na, das würde mich nicht wundern. Warum ist eigentlich die Beziehung zwischen Ihnen und Nelly in die Brüche gegangen? Tja, die hat ja nun unseren gemeinsamen Chef geheiratet. Naja. Ich war nicht immer nett zu ihr. Hab überhaupt viel Mist gemacht, mir den schönen Beruf versaut. Ihre Erkenntnis kommt leider etwas zu spät. Als Sie seinerzeit das Geschäft Ihres Stiefvaters verließen, haben Sie da jemanden im Haustor bemerkt? Nein. Mir ist niemand aufgefallen. Bitte, setzen Sie sich doch. Ja, danke. Ach, wollen Sie eine? Ist frisch gebrüht. Ach ja, ja, gern. Gut, dann setzen Sie sich. Nun lassen Sie mich mal raten, warum Sie zu mir kommen. Sie kommen in der Sache Wegener, stimmt's? Richtig, Sie haben recht. Frau Martens hat mir nämlich erzählt, dass Sie bei ihr waren. Das stimmt. Ich habe an dem Freitag mein Gemüse fürs Wochenende bei Wegners gekauft. Und da war noch die Familie Kühn vor mir im Laden. Aha. Und als Sie gingen? Ja, das weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, es war einer aus der Nachbarschaft. Und Frau Martens war auch da. Das war so kurz vor eins. Wissen Sie eigentlich, dass er sehr eitel war? Oh. Früher hatte er in seinem Laden hinter den Regalen eine große Spiegelwand. Und da habe ich ihn oft beobachtet, wenn er sich heimlich betrachtet hat. Er war ja ein schöner Mensch. Doch, ja, ja, ja. Sah sehr gut aus für sein Alter. Er passte eigentlich gar nicht in einen Gemüseladen. Ich hätte mir den sehr gut als Bankbeamten hinter einem Schalter vorstellen können. War ein seriöser Geschäftsmann. Immer alles sauber und ordentlich. Er verkaufte doch auch Getränke. Die leeren Flaschen in den Kästen. Die stellte er gleich wieder zurück. Und die vollen Flaschen, die standen oben. Meine Tochter trank doch abends immer ein Bier. Nun gut, Frau Felsch. Moment. Wenn ich mir den Laden jetzt so vorstelle. Ja, tatsächlich. Dass ich da nicht früher dran gedacht habe. Aber ob Ihnen das weiterhilft? Was bitte? Na, da stand auf dem Regal in Armhöhe eine Flasche Bier. War offen, halb ausgetrunken. Ich habe mich noch gewundert. War doch kein Kunde mehr im Laden. Mehr war es ja nun leider nicht. Nein, nein, Frau Felsch, das war sehr interessant. Ich danke Ihnen vielmals. Ach, Sie wollen schon gehen? Ja, ich muss, Frau Felsch, ich muss. Also vielen Dank. Wiedersehen. Ja. Ne, warten Sie mal. Morgen ist doch Mittwoch. Und mittwochs, da müssen Sie zu Frau Manns gehen. Da gibt's immer prima Rouladen und frische Wurst. Die legt Ihnen auch mal was zurück. Sie sind doch sicher immer den ganzen Tag unterwegs und Ihre Frau arbeitet doch sicher auch. Vielen Dank, Frau Felsch, das ist sehr nett, aber ich bin Junggeselle und gehe lieber essen. Aber ist ja schrecklich, Sie armer Mensch!
Ich war bei der Frau Felsch. Die hat mir was sehr Interessantes erzählt. Gegen 12:30 war sie bei Alfons Wegener im Geschäft. Ach, na ja, mein Junge, das weiß ich doch schon. Alter, 2 Bier. Nun lass mich doch erst mal ausreden. Sie hat um diese Zeit eine halb ausgetrunkene Bierflasche im linken Regal stehen sehen, aber keinen Kunden. Von dieser Bierflasche stand in den Akten nichts. Alle Achtung, da hat sie dir wirklich was Neues erzählt. Ihre Biere? Naja, ja, wahrscheinlich hat sie das damals vergessen oder nicht für wichtig erachtet. Du weißt ja, was manchmal so mit Zeugen ist. Ich gehe jetzt davon aus, dass diese Bierflasche zum Tatwerkzeug wurde. Und damit wurde meine Theorie bestätigt. Der Täter war mit Alfons Wegener gut bekannt. Er kam ganz offiziell als Kunde in den Laden. Na ja, mal, dieser Biertrinker kann doch ein ganz harmloser Kunde gewesen sein. Außerdem, wo war er, als die Felsch kam? Soweit ich mich erinnere, hast du mich zum Essen eingeladen. Und zum Kegeln. Wenn ich Ihnen doch sage, Frau Martens, die haben was gefunden. Da habe ich doch eben am Kiosk gehört. So was Idiotisches. Ach, was, Herr Stielke. Bei mir war ja auch einer von Ihnen. Na und? Hat er was erzählt? Tag, Frau Felsch. Tag, Frau Martens. Meinen Sie den von der Kripo? Der war gestern auch bei mir. Ja. Wir haben ja damals sehr präzise ausgesagt. Aber ein junger Mann vor der Ladentür oder daneben, den haben wir nicht gesehen. Wer sowas nur wieder behauptet hat. Sie haben schon immer schlecht sehen können. Haben Sie denn die letzte Kundin schon ermittelt? Die wurde doch damals durch die Zeitung gesucht. Kann mich noch ganz genau erinnern. Frau Martens, die müssen Sie doch gesehen haben. Ja, ich ging vorher aus dem Laden. Ich glaube nicht, dass Sie sie haben. Das hätte mir der junge Mann von der Kripo doch was gesagt. Dankeschön. Übrigens Ihrem Mann, Frau Brenner. Der lässt sich ja gar nicht mehr sehen. Früher haben wir so manche Schwätzchen gemacht. Danke, es geht ihm gut. Er ist eben häuslicher geworden. Ich glaube nicht, dass er was vermisst. Krankheit taugt zwar nichts, aber ich habe ihn wenigstens für mich alleine. Na, Frau Brenner. Sie tun ja so, als wäre Ihr Mann so ein toller Hecht gewesen. Na, ich weiß ja nicht, was Sie darunter verstehen, Frau Kühn. Mir gefällt das so besser. Auf Wiedersehen. Na, was hat sie denn nur? Ach, nehmen Sie sich doch ein bisschen zu Herzen. Frau Brenner war schon immer etwas komisch. Was darf es denn sein, Frau Felsch? Sie kriegt sich schon wieder. Was soll ich bloß noch anstellen? Erich, was ist nun? Ich warte. Nicht mal hier hat man vor ihr Ruhe. Nun schließ dich doch nicht immer ein. Warum kommst du nicht rüber zum Fernsehen? Wenn das alles nicht gewesen wäre. Erich, endlich wieder ein normales Leben führen, verstehst du? Das möchte ich. Vor allem öfters raus aus den 4 Wänden. Ich weiß nicht, was du willst, Trott. Du wolltest doch immer, dass ich häuslich werde. Nur jetzt bin ich's. Da ist dir auch wieder nicht recht. Ich weiß ganz genau, was ich meine. Ach, du steckst ja nicht in meiner Haut. Die feiern wieder mal da vorne.
Naja, nun hat sie alles, was sie wollte und kann jubeln. Was denn doch nur wohl? Hat er früher nichts von ihrem Leben gehabt? Ach was, die hat sich mit ihrem vaterlosen Bengel ins warme Nest gesetzt. Kaum dass Wegners Frau unter der Erde war. Die hat schon immer gewusst, was sie wollte. Ist denn neidisch? Auf so eine. Warte, deine Tabletten. Übrigens, sie ermitteln weiter. Du brauchst doch deswegen kein schlechtes Gewissen zu haben. Du warst ein guter Zeuge. Warum sie die Sache nicht auf sich beruhen lassen? Weißt du, was sie noch erzählen? Sie sollen den Täter schon haben. Wär doch gut, nicht? Den Täter? Was bist du für ein Mensch? Du machst dir überhaupt keine Gedanken, was? Gläser aus der Küche. Hm? Du bist ein Schatz. Anni, du kennst meinen Wunsch. Ja, sei mir nicht böse, ich möchte noch nicht. Weißt du, ich habe jetzt erst angefangen zu leben. Frei sein, tun und lassen, was ich möchte. Guten Abend, Leutnant Grabe, Kriminalpolizei. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich einfach so reinplatze um diese Zeit, aber ich habe schon ein paar Mal vergeblich versucht. Ja, bitte, kommen Sie rein. Danke. Da. Bitte kommen Sie hier rein. Danke. Na? Nichts. Kein Partygeist. Wenn Sie jetzt noch kommen, ist das sicherlich wichtig. Wir wollen immer noch den Täter finden. Hat sich inzwischen etwas ergeben, was von Belang wäre? Ich habe immer versucht zu helfen. Ich möchte das ausdrücklich betonen. Ich komme wohl sehr ungelegen. Nein, nein. Nur ich habe damals alles zu Protokoll gegeben. Etwas Neues? Nein, ich wüsste nicht. Schade. Übrigens, ich soll Sie grüßen. Von Ihrem Sohn. Oh. Von Roland. Wie geht's Ihnen denn? Danke. Entsprechend gut. Ach, bitte. Kommen Sie damit nach nebenan. Setzen Sie sich zu uns. Ich würde gern mehr von Roland wissen. Danke, sehr liebenswürdig. Ich werde erwartet. Sie können ihn doch besuchen. Sie haben recht. Na, wollen wir mal wetten? Ich weiß doch nicht, wer hier Favorit ist. Ist doch egal.
Eisvogel. Auf den setzen wir. Ich bin mehr für Stromschnelle oder Liebeszauber. Na dann los. Oh, halt, da kommt mir gerade recht. Was ist denn nun schon wieder? Ich glaube, jetzt müssten Weichen auf mich verzichten. Nein, kommt nicht in Frage. Wir setzen jetzt auf Eisvogel. Ja, dann mach's bitte alleine. Wir treffen uns dann am Innenstand. Kannst du lange warten. Sie ja nicht, dass das so leicht ist. So ein Verdacht kann einem ganz schön zu schaffen machen. Das sollten Sie ruhig wissen. Aber ich sage Ihnen noch einmal klipp und klar, ich habe Wegener nicht umgebracht. Klar, ich hätte ein Motiv gehabt. Ich habe gewusst, dass Annie ein Vermögen erbt, wenn ihr Mann stirbt. Ja, aber... Klar. Das Wetten ist meine Leidenschaft. Da gerate ich schon ab und zu mal in die Klemme. Sie sehen ja, nicht mal verheiratet bin ich. Dann ist auch das Wetten schuld. Bei mir wollte keine Frau bleiben. Auch Annie Wegener nicht, stimmt's? Wie ist das Verhältnis heute zu ihr? Sie gehen doch dort ein und aus. Heute? Also bin ich ein Relikt der Vergangenheit. Und ihr dienstbarer Geist. Und Neudeck? Wie stehen Sie zu ihm? Na, das können Sie sich doch selbst ausrechnen. Außerdem ist der Geschäftsmann und sowas liegt mir nicht. Was ist eigentlich dran an der Geschichte, die damals erzählt wurde? Dass Annie mit Neudeck und Ihnen zugleich liiert war. Getratsche. Kennen Sie diesen Invalidenrentner? Diesen ehemaligen Dachdecker? Ja, flüchtig. Was ist mit ihm? Kannte der Wegener gut? Keine Ahnung. Aber wenn Sie mich fragen würden, wer der Täter ist, dann sage ich Roland Biele, Annis Sohn. Womit wollen Sie das begründen? Frau Schmidt? Ja? Entschuldigung, Grave, Kriminalpolizei. Kann ich Sie mal ein paar Minuten sprechen? Ja, wenn es unbedingt sein muss. Geht doch schon. Kommen Sie, wir gehen rein. Ich denke, die Sache ist längst erledigt. Sache. Erledigt. Erledigt ist gut. Nein, geklärt haben wir den Fall noch nicht. Dann säße ich auch nicht hier. Aber wir werden ihn klären, darauf können Sie sich verlassen. Sie müssen ja auch daran interessiert sein. Immerhin wäre Wegener fast Ihr Schwiegervater geworden. Ich glaube, Sie machen sich das etwas zu leicht. Wie meinen Sie das? Herr Biele war also nicht bei Ihnen. Nein. Sagen Sie, wo waren Sie eigentlich während der Tatzeit? Ich? Woher soll ich denn das heute noch wissen? Ich hatte meinen freien Tag. Und mittags war ich in der Stadt. Glaube ich. So. Glauben Sie. Die anderen können sich sehr gut an diesen Tag erinnern. Sie sind doch damals auch genau befragt worden. Dann weiß ich wirklich nicht, warum Sie heute noch mal kommen. Hier, rufen Sie mich an, falls Ihnen noch was einfällt. Auf Wiedersehen. Du, da hinten, da gibt's doch junge Pflanzen. Wollen wir welche für Evelyn mitnehmen? Kauf doch, was du willst. Am liebsten würde ich umdrehen und wieder nach Hause gehen. Dann kannst du dir ansehen, was du willst. Nein, du kommst mit, komm. Ach, Tag, Herr Brenner. Sie hier, lange nicht gesehen. Geht's besser? Danke der Nachfrage. Danke. Ja.
Immer zu Hause zu sein, hat sicherlich auch was für dich. Könnte sie es mit ihrer Frau gemütlich machen? Ja, wenn Sie sagen. Ach, Frau Martens. Sie? Da. Da? Sie haben ja meinen Mann direkt zum Lachen gebracht. Gibt's was Neues? Nichts. Oder doch? War die Kripo schon bei Ihnen? Nein, bis jetzt noch nicht. Die soll noch die Toten ruhen lassen. Komm, Erich. Ja, ja. Ich will die Sache noch zu Ende bringen, dann muss ich in Ruhe nachdenken. Nachdenken kannst du auch zu Hause. Nee, zu Hause lenkt mich alles zu sehr ab. Worüber willst du denn nachdenken? Ach, weißt du, ich will jetzt klipp und klar und endgültig alle diejenigen aus dem Kreis der Verdächtigen ausschließen, die mit Sicherheit als Täter nicht in Frage kommen. Und da ist erstens seine Frau, diese Annie. Na gut, die führt ein aufwendiges Leben. Aber ansonsten spricht nichts gegen sie. Ihr Sohn, dieser Biele, na schön, der hat kein Alibi. Bohne verdächtigt ihn auch. Aber hat nichts Belastendes gegen ihn vorzubringen. Wegen diesem Biele war ich heute noch mal bei dieser Nelly Schmidt. Und ich sage dir, da stimmt was nicht. Wie kommst du darauf? Na, ich habe gegen sie einen Verdacht gucken lassen. Was denkst du, wie die erschrocken war? Also irgendwas verschweigt die. Der Bohne selber. Ich kann einfach nicht glauben, dass der was mit der Tat zu tun hat. Und von diesem Neudeck, diesem Kfz-Fritzen ganz zu schweigen. Na bitte. Na sag mal, was willst du eigentlich immer von mir hören? Dass ihr damals recht hattet? Natürlich hattet ihr recht, aber nicht in allem. Sonst kann ich ja die Akte gleich wegwerfen. Na. Natürlich wäre ich froh, wenn du auf neue Fakten stößt. Du bist überreizt, Junge. Schlaf dich mal richtig aus. Entschuldige. Weißt du, ich komme immer mehr zu dem Schluss, dass es jemand war, der den Wegner zwar gut kannte, aber nicht zu seinem unmittelbaren Bekanntenkreis gehörte. Also immer noch Version Beziehungstäter. Sag mal, was nimmst du eigentlich an? Das würde mich jetzt mal sehr interessieren. Dass es diese Unbekannte war, den niemand sah, den niemand kennt, außer... Wie hieß denn der verdammt nochmal? Brenda. Ach, natürlich, Brenda. Kommst du mit? Nein, ich bleibe noch. Na schön, schön, wenn du nicht willst. Wir reden morgen weiter. Tschüss. Na, ihr beiden? Guten Tag. Leutnant Grave, Kriminalpolizei. Darf ich reinkommen? Ja, bitte. Danke. Frau Brenda, es geht um die Sache... Ja, ich weiß, die ganze Straße spricht davon. Bitte, kommen Sie hier herein. Entschuldigen Sie, eigentlich hätte ich da den Mann gesprochen. Mein Mann schläft. Im Übrigen haben wir beide alles zu Protokoll gegeben und ich wüsste nicht, was da noch... Gut. Dann zu Ihnen. Wie war das an jedem Tag? Kann man uns da nicht in Ruhe lassen? Davon wird der Gemüsehändler auch nicht wieder lebendig. Frau Brenda. Ja. Bitte. Na, also ist ja gut. Also... Mein Mann wollte mich wie immer von der Schule abholen. Ich mache dort sauber, schon seit 18 Jahren. Und ich war etwas früher fertig geworden. Guten Tag. Leutnant Grave, Kriminalpolizei. Herr Brenda? Ja. Schön, dass Sie kommen. Ich wollte nur wissen, ob Sie zu Ihrer damaligen Aussage noch etwas hinzuzufügen hätten. Hinzuzufügen? Ach, Sie meinen wegen Alfons Wegner, kommen Sie? Ja. Haben Sie den Täter? Nein, noch nicht.
Ja, das dachte ich mir, sonst wären sie ja nicht hier. Nicht? Ja, das ist ja nun schon eine Weile her, nicht? Und ich habe ja schon gesagt. Ja. Danke, Onkel. Wiedersehen. Ich melde mich, wenn mir noch was eingefallen ist. Danke. Guten Tag. Na, Monika. Tja, wo soll ich anfangen? Also, mein Vater ist seit 2 Jahren Invalidenrentner. Vorher war er Dachdecker. Er liebte seine Arbeit sehr. Aber das wissen Sie doch sicherlich alles. Was ist das für eine Krankheit, die Ihr Vater hat? Er hat's mit der Bauchspeicheldrüse. Chronische Pankreatitis. Hoffnungslos? Nein, sein Arzt sagt es jedenfalls. Er war immer lustig, immer fidel. Das ist jetzt alles vorbei. Aber ich... Erzählen Sie ruhig weiter. Das interessiert mich wirklich. Setzen wir uns? Er und meine Mutter? Ich weiß nicht. Sie ist ganz anders. Einfacher. Trubel hat sie nie gemocht. Und sie hat eine Scheu vor gebildeten Leuten. Oder was sie darunter versteht. Sie schämt sich ihrer Arbeit. Sie hat meinen Vater nie verstanden, glaube ich. Sie kennt keine Toleranz. Hätte Ihr Vater denn Toleranz gebraucht? Ja, das glaube ich schon. Er ist meiner Mutter nicht immer treu gewesen. Aber er hat immer zu ihr gestanden. Bei seiner letzten Affäre, da wollte sie sich das Leben nehmen. Ich glaube nicht, dass sie ernst gemacht hätte. Er muss die andere Frau sehr geliebt haben. Sie zweifeln an den Gefühlen Ihrer Mutter. Meine Mutter ist darin sehr verschlossen. Sie hat nie mit mir über ihre Probleme gesprochen. Ach, nun müssen Sie mir Ihr Vater hat uns sicher helfen wollen. Oder ob er sich vielleicht nur interessant machen wollte. Nein, das glaube ich nicht. Mein Vater war nie ein Angeber oder so. Dieser Brenner geht mir nicht aus dem Kopf. Inzwischen habe ich mit seiner Tochter gesprochen. Sind deine Zweifel an seiner Aussage geblieben? Immerhin hat er sich selber gemeldet. Habt ihr ihm geglaubt? Ja, warum nicht? Ich hatte keinen Grund, seine Angaben anzuzweifeln. Seine Tochter tut's auch nicht. Aber das ist was anderes. Sie scheint sich an ihm zu hängen. Über die Mutter spricht sie weniger begeistert. Ja, die ist auch ein bisschen merkwürdig. Hm. Am besten, ich knüpfe mir alleine noch mal vor. Na, hoffentlich verrennst du dich nicht. Ich muss die letzte Kundin ermitteln, egal wie. Am besten mit Handzettel. Wo willst du die verteilen? Ja, nicht nur im alten Kiez. Entlang der ganzen Straßenbahnlinie. Und wenn es sein muss, noch weiter. Vielleicht war das damals keine gute Idee von mir, mich als Zeuge zu melden. Erich. Wie bin ich Idiot bloß darauf gekommen? Du? Du hast mich noch darin bestärkt. Ich hab da bestimmt einen großen Fehler gemacht. Unsinn. Das war schon ganz richtig so. Man hat dir doch geglaubt. Du gehst jetzt hin und ergänzt deine Aussagen. Dir ist noch etwas eingefallen, ganz einfach. Er wollte doch, dass du nachdenkst, also hast du eben nachgedacht. Erich, ich will doch nur das Beste für uns. So, und nun geh. Thank you.
Tag, Herr Fuchs. Tag, Herr Brenner. Bitte wenden Sie sich an Leutnant Rabe. Sie kennen sich ja schon. Guten Tag. Tag. Bitte setzen Sie sich. Danke. Dann schießen Sie mal los. Haben Ihre Überlegungen zu etwas geführt? Ja. Ich hatte es Ihnen ja versprochen, nicht? Ich hoffe, Sie wundern sich nicht, wenn mir tatsächlich noch was eingefallen ist. Aber ich bitte Sie im Gegenteil. Also, was ist es? Ich habe doch gesagt, dass der junge Mann, den ich im Hausflur neben der Ladentür sah, einen Einkaufsbeutel in der Hand trug. Ja, wie ein Arbeiter sah er aus. Schwarze Korthose, kariertes Hemd. Und der starrte also dauernd auf die Ladentür. Ja, das wissen wir. Das steht alles hier drin. Und weiter? Und der hat sich eine Zigarette angezündet. So. Ja, da hat er offenbar viel Zeit. Hat vielleicht auf jemanden gewartet. Das glaube ich nicht. Aber darum geht's ja nicht. Das Feuerzeug, das wollte ich Ihnen beschreiben. Eventuell hilft Ihnen das weiter. Na, schon möglich. Also bitte. Ja, es hatte so eine quadratische Form. Goldfarbenes Metall. Die Sonne schien. Es blitzte richtig auf. Gasfeuerzeug, würde ich sagen. So eine Oberflächenmaserung. Das konnten Sie erkennen? Na ja, die Sonne schien das. Ich ging ja ganz dicht daran vorbei. Ja, Moment mal, wer ist denn da überhaupt dran? Ach so. Ja und? Danke. Ich komme heute noch vorbei. Frau Schmidt will tatsächlich ihre Aussage von damals korrigieren. Donnerwetter, du bist ja wirklich ein Hellseher. Tja, Herr Brender, dann danke ich Ihnen. Da wollen wir das jetzt mal zu Protokoll nehmen. Wenn ich Ihnen damit helfen kann. Evelyn? Du? Um die Zeit? Wo sind denn die Kinder? Mach dir keine Gedanken, Papa. Meine Nachbarin schaut nach ihnen. Mutter sagte mir, wo du bist. Ach so. Laufen wir ein Stück zusammen? Hm. Ich mach mir Sorgen, Papa. Ist irgendwas? Du warst bei der VP, hast du Kummer? Ach, warum sollte ich? Ich fühle mich nur nicht so. Wenn ich dir irgendwie helfen kann? Mutter ist manchmal so schroff zu dir. Ich meine, es geht mich ja nichts an, aber... Ach, Mutter meint es ja nicht so. Weißt du, wie sie ist? Ja. Und ich habe ihr das Leben ja auch nicht gerade leicht gemacht. Ich kann eben nicht mehr der Alte sein. Das verstehe ich nicht. Warum? Ich habe so eine Unruhe. So einen Druck. Ich habe Angst. Evelyn. Wovor denn? Glaub mir, du bist nicht so krank, wie du denkst. Evelyn. Du darfst mich nie verurteilen. Weißt du? Auch wenn sie mal über mich reden. Was Schlechtes. Du darfst mich nicht verurteilen. Versprichst du mir das? Wissen Sie, ich war einfach wütend auf Roland, weil er mich beleidigt hat. Aber deswegen sein Alibi nicht zu bestätigen. Ach, unser Verhältnis war sowieso gespannt. Seine ständigen Schulden, das hat mich angestunken. Kommt an und will Geld von mir haben. Meckert auf seinen Stiefvater, weil der ihn sitzen lässt. Na, richtig so. Er hätte ja nicht in der Kasse zu greifen brauchen. Aber jeden Abend das süße Leben mit Geld rumschmeißen angeben. Und als ich Nein sage, da wird er irre.
bellt mich an. Dorftrottel, du Bauerntrine, wärst du doch auf deiner Kuhbläke geblieben. Ja, wozu hab ich dich denn? Und was weiß ich noch alles? Ich darf gar nicht dran denken, da wär ich nur noch wütender. Ja, ich bin nämlich vom Lande, wenn sie wissen, was ich damit sagen will. Sie bestätigen also, dass Roland Biele zur fraglichen Zeit bei Ihnen in der Wohnung war? Ja. Den ganzen Tag. Wird das nur irgendwelche Folgen für mich haben? Einfach die Post nicht raus. Geschlafen. Ja, du kannst Fragen stellen. Wir sind ja nur negative Meldungen. Wenn das so weitergeht, dann... Nun, beruhige dich mal. In unserem Beruf muss man mit Niederlagen rechnen. Außerdem, der Tag ist noch nicht zu Ende. Ja? Danke. Nichts. Ich mache mir Gedanken über die letzte Kundin. Weshalb hat sie sich damals nicht gemeldet? Und nun fürchtest du, sie könnte sich auch diesmal nicht melden. Ja. Übrigens ist mir noch ein Gedanke gekommen. Könnten es nicht auch zwei Täter gewesen sein? Hä? Naja, ich meine, vielleicht hat der Räuber nur unbewusst die Situation vorgebaut und der andere, der hat sie dann ausgenutzt. Ja, ja. Und jeder hat ein anderes Motiv. Also hör auf, Thomas. Vielleicht noch der Nachbar, der Hilfe holte. Du kannst sagen, was du willst, Dort. Ich hätte nicht noch mal hingehen sollen. Ach, was du hast. Hat dir jemand komische Fragen gestellt? Das nicht. Ich hatte das Gefühl, die glauben mir nicht mehr. Wenigstens dieser Neue da. Ach, Erich, ich mach mir doch auch Gedanken. Unnötig vielleicht. Wir müssen nur zusammenhalten, dann kann uns nichts passieren. Mann, ach, mach dir doch nichts vor, Ruth. Das Schicksal nimmt sowieso seinen Lauf. Am besten, ich gehe hin und beichte. Das verlangt doch keiner von dir. Wir beide wollen doch noch was vom Leben haben. Jetzt, wo zwischen uns alles so in Ordnung ist. Wir haben doch im Grunde überhaupt keine Sorgen. Thank you.
einfach. Ach so, wie meinst du das? Der alte Gefängnisdirektor hat aufgelegt. Jetzt kam ein neuer. Oh, verdammt. Ach so meinst du das? Ein dummes Schwein natürlich. Wollte mich einfach verlegen. Wohin? Auf die psychiatrische Station zur Beobachtung. Auf die Station 6? Um Himmels Willen. Ich will nicht mehr zurück. Sie? Entschuldigen Sie. Ich muss dringend Ihren Mann sprechen. Sie? Mein Mann? Mein Mann ist krank. Was wollen Sie von ihm? Es geht um was sehr Wichtiges. Ich bin nicht da. Für keinen. Der Wochenmarkt dort in der Nähe, wissen Sie? Deshalb kam ich überhaupt in das Geschäft. Der Mann wollte gerade zumachen, das war um eins, aber er hat mich noch reingelassen. Ich habe Tomaten gekauft und als er sie mir über den Ladentisch reichte, sehe ich im Durchgang nach hinten jemanden stehen, ganz kurz nur. Ein Mann oder eine Frau? Ein Mann. Wo genau? Ich weiß ja nicht, wohin der Durchgang führt. Zum Flur nehme ich an. Er lag im Halbdunkel. Eine Tür fehlte und der Vorhang war nur halb zugezogen. Würden Sie diesen Mann wiedererkennen? Nicht nur das. Ich weiß sogar, wer es war. Sagen Sie mir seinen Namen. Erich Brender. Erich Brender? Ja, woher kennen Sie den? Das ist eine alte Geschichte. Ja, warum haben Sie sich denn damals nicht gemeldet? Warum nicht? Da wissen Sie überhaupt, was Sie angerichtet haben? Sie hätten ein Verbrechen aufklären helfen können. Oder denken Sie vielleicht den Täter? Warum? Nein! Frau Müller, bitte erzählen Sie. Ich war mal eng befreundet mit ihm. Er hat mir sehr viel bedeutet. Wir hatten einige schöne Jahre. Als ich das in der Zeitung las, waren wir schon auseinander. Ich wollte ihn mal abpassen und ihn einfach fragen. Aber er gab mir keine Gelegenheit dazu. Und dann hörte ich von seiner Krankheit. Schließlich wird die Polizei den Richtigen schon erwischen, dachte ich, und es wächst Gras über die Sache. Heute glaube ich, dass er auch ohne die Selbstmorddrohung seiner Frau sich nicht von ihr getrennt hätte. Er ist bequem und feige. Diese Erkenntnis kommt Ihnen jetzt. Und jetzt wollen Sie sich an ihm rächen. Nein, überhaupt nicht. Keine Rache. Die Wahrheit müssen Sie rausfinden. Ich glaube einfach nicht, dass er der Täter ist. Hat er Sie nicht erkannt? Nein, ich glaube nicht. Ich sah ihn wirklich nur einen Augenblick und er wollte offenbar von Kunden nicht gesehen werden. Erich, ich bin wieder da. Erich, ich habe für heute Fisch gekauft. Erich. Herr Brenner, Sie haben also das Feuerzeug in der Sonne blitzen sehen. Ja. Ganz deutlich.
Herr Brender, an dem Tag schien den ganzen Tag keine Sonne. Und den jungen Mann, den Sie da gesehen haben, oder gibt's den gar nicht? Doch. Aber natürlich. Sie waren also an dem Tag nicht in Wegners Laden? Nein. Sie sind aber gesehen worden. Das ist ja unmöglich. Bitte. Lisa. Du? Ja, ich, Erich. Ich habe dich damals bei Wegner gesehen. Ich danke Ihnen, Frau Müller. Wiedersehen. Ich habe Wegener niedergeschlagen. Den jungen Mann, den habe ich erfunden. Ich hatte Angst. Und als ich merkte, man glaubt mir, da dachte ich damit, von mir abzulenken. Ich bin so gegen 12 in den Laden gekommen. Na, Wegener war noch mächtig in Fahrt wegen Roland. Er erzählte mir, dass er sich hat Geld borgen wollen, aber nichts von ihm bekommen hat. Ich bat um eine Flasche Bier. Das sollte sie mir anschreiben. Da gab sie mir auch ohne weiteres heraus. Sonst sah er das ja nicht gerne in seinen Laden. Und ich nahm einen Schluck. Als Kunden kamen, bin ich dann schnell hinterm Vorhang verschwunden. Na, Wegener zuliebe. Und die Bierflasche, die habe ich in der Eile draußen im Regal stehen lassen. Und als die Kunden raus waren, da bin ich in den Ladenraum wieder rein und habe meine Flasche Bier ausgetrunken. Musste aber gleich wieder nach hinten verschwinden, weil eine Kundin kam. Und Wegener hat sie bedient. Und als ich raus war, da wollte ich noch eine Flasche haben. Aber Wegener, der hat keine mehr rausgerückt. Fing auch gleich wieder an, auf Roland zu schimpfen. Das ist ein Gauner, der nur auf Kosten anderer leben will. Und als ich seine Partei ergriff, da ging er auf mich los. Du sei mal stiller, alter Suffkopf. Bist im Grunde auch nicht viel besser. Ja, früher. Da warst du mal ein Kerl, aber jetzt hast du keine Interessen mehr, außer deinem Bier. Da liegt's an deiner Alten, hä? Hättest du damals eine andere genommen. Gibt doch genügend Nette. Was spinnst du da? Ja, Mensch, deine Alte. Die würde ich ja nur sogar im Suff von der Bettkante schubsen. Und deine Mensch, die treibt sie sogar mit zwei anderen Kerlen. Du wirst wohl nicht mehr wissen, was du mit ihr im Bett anfangen sollst, was? Was hast du gesagt? Und da ist Wegener verrückt geworden. Kommt auf mich zu und schlägt auf mich ein. Ich habe meine Hände vors Gesicht genommen und bin rückwärts gegangen. Dabei habe ich meinen Schuh verloren. Und er packt mich, will mich zur Tür hinten rausschmeißen. Ja, da ist mit mir auch durchgegangen. Ich pack meinen Schuh und wehre mich damit. Mit einem Mal sackt Wegener zusammen, blutet an der Stirn, rührt sich nicht mehr. Da habe ich gedacht, den habe ich erschlagen und bin wie ein Irrer hinten aus der Tür rausgerannt. Womit haben Sie zugeschlagen? Mit dem Schuh? Ja. Hier. Mit dieser leeren Bierflasche haben Sie von hinten zugeschlagen. Herr Wegener hatte noch Glassplitter in der Kopfwunde. Das Geld, das haben Sie wohl ganz vergessen. Das ist Ihnen wohl alleine hinterhergelaufen.
Aber das können Sie doch nicht machen. Ich habe doch nicht mit der Bierflasche geschlagen. Und Geld? Was denn für Geld? Ich habe doch kein Geld genommen. Herr Brender, Sie sind vorläufig festgenommen. Kommen Sie. Sie können sich ja in Ruhe alles noch einmal überlegen. Der Mann kommt ins Gewahrsam. Ich möchte ihm fast glauben. Du erinnerst dich an meine Version von den zwei Tätern? Nee, du. Der macht uns was vor. Und außerdem, mein Lieber, der ist nicht ganz ohne. Der schlägt einfach einen nieder und kümmert sich nicht mehr darum. Wenn das alles so harmlos gewesen wäre, wie er es da schildert, dann braucht er doch nicht wegzulaufen. Ich hab's verdammt nochmal. Warum bin ich denn da nicht eher drauf gekommen? Das ist es. Bist du ja endlich. Mein Gott, habe ich mir Gedanken gemacht. Was wollten Sie denn? Guten Tag, Frau Brender. Dürften wir noch mal in Ihre Küche? Bitte. Frau Brender, bitte. Würden Sie bitte die Blechbüchse mit dem Kleingeld aus dem Küchenschrank herausholen? Würden Sie bitte öffnen. Warum? Wollen Sie immer noch leugnen? Diese Münze wurde aus der Ladenkasse mitgestohlen. Und wer das Geld gestohlen hat, hat auch mit der Bierflasche zugeschlagen, Herr Brender. Herr Brender, das mit dem Schuh haben Sie doch schon zugegeben. Wollen Sie nicht die ganze Wahrheit sagen? Ich verstehe das alles nicht. Ich habe nicht mit der Bierflasche. Da muss noch jemand nach mir da gewesen sein. Ruth, hast du denn niemand gesehen, du, als du den Schuh holtest? Das hatte ich ja ganz vergessen. Ruth, du warst ja noch mal unten, hast den Schuh geholt? Na, sag doch. Gott. Du? Warum? Warum hast du das getan? Als dass mir nie dieser Gedanke gekommen ist. Spielt die Samariterin? Und lässt mich seit damals in dem Glauben, dass ich Wegener auf dem Gewissen habe? Erich, ich wollte dir doch nur helfen. Ich habe deinen Schuh geholt, damit er nicht gefunden wird. Also, was war los, Frau Brender? Erzählen Sie. Als Erich hochkam, da glaubte er, Wegener erschlagen zu haben. Ich ging dann runter und
Als ich zu Wegener kam, da rappelte er sich gerade hoch. Ich will mir unbemerkt Erichs Schuh schnappen und da entdeckt er mich. Dieser Storch, der schlägt einfach nieder. Du bleibst hier, du Schlampe. Jetzt ruf ich die Polizei an. Der Schuh bleibt hier. Polizei soll wissen, was hier für Pack wohnt. Lass mich los, du dreckiger Putzlappen. Du dreckiger Putzlappen, hat das Schwein zu mir gesagt. Das konnte ich nicht ertragen. Erich, er hatte doch deinen Schuh, ich musste ihn haben und da habe ich einfach mit der Flasche zugeschlagen. Da lag er vor mir. Ich wollte nur weg. Und stoße gegen die offenstehende Ladenkasse. Die vielen Scheine. Ohne zu überlegen, greife ich rein. Ich denke nur, der hat ja genug davon, der und seine Anni, wenn er wieder zu sich kommt. Ja, verdammt nochmal. Ich hab's getan. Wozu soll ich dir das erzählen? Du hast doch immer nur von deinem Gewissen, von deiner Tat, von deiner Angst gesprochen. Schließlich wollte ich selbst daran glauben. Denn ich hatte plötzlich den artigsten Mann, den ich mir wünschen konnte. Wozu die Wahrheit? Das war die beste Lösung für uns. Für uns? Für dich. Nur für dich. Du warst ja schon immer egoistisch. Mein Mann hat mich jahrelang betrogen. Immer musste ich hinten anstehen. Immer war ich nur die Putze, auch für ihn. Das ist ja nicht wahr. Doch, Erich, das ist wahr. Ich wollte Wegeners Tod nicht. Wäre nicht so ausfallend geworden, dann... Sie haben es aber getan. Und geschwiegen. Verraten hat sie die Münze. Ja. Das ist das Einzige, was ich aufgehoben habe für die Kinder. Mein Gott. Thank you.